Thank you.
Unendlichkeit. Schon beim Thema kam ich ins Stocken, denn kann die Unendlichkeit überhaupt im Plural sein? Kann es zwei Unendlichkeiten geben? Und schon beim Nachdenken darüber merke ich, wir Menschen können die Unendlichkeit nicht fassen. Wir können sie nicht denken, weil wir endlich sind. Weil für die Unendlichkeit uns Kategorien, Begriffe fehlen. Ich weiß nicht, von wem es stammt, aber da gibt es den schönen Spruch, das menschliche Gehirn ist wie eine paradoxe Schuhschachtel. Je mehr drin ist, umso mehr passt rein. Weil Verstehen, weil Lernen für uns Menschen vor allem heißt anknüpfen. Anknüpfen an schon Bekannte, an Erfahrungen, an Wissen. Und das zeigt schon, die Unendlichkeit entzieht sich unserer Erfahrung, unserem Wissen. Wir können nicht anknüpfen. Deswegen, glaube ich, können wir die Unendlichkeit nicht denken. Gut, dass die meisten auf dieser Seite sitzen, denn dort angedeutet ist ja das mathematische Unendlichkeitszeichen, die liegende 8. Die Mathematik braucht sie, ich kann mich ferne daran erinnern, an Rechenaufgaben in der Kurvendiskussion, wenn eine Kurve in die Unendlichkeit geht, um da Flächen zu berechnen, brauche ich die Unendlichkeit in Mathematik. Der heilige Vincent Palotti hat dieses mathematische Symbol in seinem geistlichen Tagebuch verwendet, wenn er versuchte, von Gott zu schreiben. Gott ist unendlich. Und so schrieb Palotti das Unendlichkeitszeichen. Und weil ihm das einmal nicht genügt hat, im Plural, mehrere Unendlichkeitszeichen hintereinander. Gott ist unendliche Liebe. Gott ist unendlich. Deswegen glaube ich fest, gilt das, was ich von der Unendlichkeit gesagt habe, auch für Gott. Ich kann Gott nicht denken, weil mein Verstand zu klein ist, weil Gott viel größer ist, als ich überhaupt verstehen kann. Dass ich überhaupt Gott erahnen kann, liegt für mich daran, weil Gott es ist, der auf uns Menschen zukommt. Er wird Mensch, er macht sich begreifbar im doppelten Sinne des Wortes. Weil Gott es ist, der sich begreifbar macht, kann ich etwas von ihm ahnen. Es gibt auch einen schönen Spruch, der heißt, die meisten Religionen sind Versuche des Menschen, Gott näher zu kommen, durch Tun, durch Leistung, durch Gebet, wie auch immer. Das Christentum ist der Glaube, dass Gott versucht, uns Menschen nahe zu kommen. Glauben ist vor allem sich beschenken lassen. Wir Menschen können es nicht. Gott schenkt sich. Und Gott ist der, der sich begreifbar macht. Thank you.
anderen Menschen und bei sich selbst, dass sie getrieben von dieser unendlichen Sehnsucht nach Glück und Erfüllung stehen blieben, hängen blieben, atemlos wurden.
Thank you.